Ja, hallo, herzlich willkommen hier bei uns in der Zentralbibliothek der Bücher in Hamburg. Ich freue mich sehr, dass Sie alle heute Abend hier sind. So zahlreich, so ein volles Haus, sage ich mal, haben wir jetzt in den letzten Monaten auch nicht gehabt. Also einfach klasse, dass Sie alle hier sind. Aber das liegt sicher auch am Netzwerk muslimischer Akademiker. Wenn man sich fragt, was denn überhaupt das Ziel dabei ist, wir lesen. Wir lesen viel, wir debattieren, diskutieren. Unser Ziel ist es, eine Art Bildungsarbeit eigentlich zu machen innerhalb von gebildeten Menschen. Dabei ist es uns nicht wichtig, dass das Akademiker sind, sondern es ist uns wichtig, dass alle Menschen, die mit hier dran teilnehmen, Interesse und Spaß und Lust haben, an den Diskursen teilzunehmen, die um uns herum hier in Hamburg, aber auch in Deutschland, Europa und der Welt umgeben. Ich möchte noch mal ganz zum Schluss sagen, ein Ziel oder ein Schritt erreicht ist. Und zwar haben wir die Debattenkultur unter den Muslimen und Freunden von Muslimen in Hamburg meines Erachtens einigermaßen etabliert und, wenn die schon vorhanden war, beibehalten. Der erste Kreis ist sozusagen schon mal erreicht. Nun ist die Zeit gekommen, sich mehr und mehr an die Stadtkultur zu wenden. Unser Ziel ist es, auch vor allem Impulse zu geben, ausgehend von neuen Ansätzen, die sich nachdrücklich gesellschaftsnah gestalten und nicht, nope, nada, niemals fremd sind. Und die, die öfter an unseren Themenabenden und Veranstaltungen teilnehmen, die wissen, es gibt nicht nur was für den Kopf, sondern auch immer etwas für die Ohren, weil wir ganz viel Wert auf Kunst und Musik legen und dem auch einen Raum geben möchten. Mein Name ist Milad Karimi, ich bin Professor für islamische Religionsphilosophie an der Universität Münster. Ich bin heute als Vortragender im Netzwerk muslimischer Akademiker hier anwesend, in einem illustren Kreis von jungen und älteren muslimischen Akademikerinnen und Akademiker, die sich ein Jahr lang mit großen Fragen beschäftigt haben, vor allem was die Krisen anbetrifft, Menschheit in Krisen, Gefahr oder Gelegenheit, das multiperspektivisch in drei Ebenen mit Digitalisierungskrisen, mit Demokratisierungskrisen, Umweltkrisen haben sich beschäftigt. Und heute war der Abschlussabend, wo alle diese Krisen miteinander ins Gespräch gebracht wurden und mit einem Input von mir religiös, mystisch, theologisch noch verankert wurde. Ich bin sehr bewegt mit meinen muslimischen Menschen in Berührung zu kommen, die dieses Netzwerk hier versammelt in Hamburg, wo sie einfach nicht für oberflächliche Dinge sich zusammengefunden haben, sondern weil sie echte Fragen haben, weil sie Religion ernst nehmen, die Fragen der Menschheit ernst nehmen und diese mit jeweiligen Kompetenzen und Literatur verbinden. Ich gehe mit Dankbarkeit, dass es diese Gruppe gibt und kann nur Segen ihnen wünschen.